wenn ich schon gefragt werde, würde ich sagen, der Fortschritt. Was meinst du damit? Ganz einfach der Fortschritt eben. Ja, aber welcher Fortschritt denn? Na, der nach vorne schreitet. Das ist doch alles so unklar. Aber fortschrittlich, bitteschön. Meine Kinder, ich wollte euch kurz etwas sagen. Störe jetzt nicht, Mama. Hier geht's um was Wichtiges. Aber ich wollte wirklich nur... Also Gott, Sport, Fortschritt. So kommen wir noch nicht weiter. Ich brauche jetzt eine Idee. Moin, Drosse, nun hört mir doch mal kurz zu. Es dauert wirklich nicht lange. Was ist denn da schon wieder los? Ich weiß nicht. Ich glaube, Mama, ist was nicht in Ordnung? Jetzt nicht. Ja, wir sind in einer wichtigen Besprechung. Also wenn ich nochmal auf das Experiment zurückkommen würde. Mama, was machst du denn da? Ich sterbe. Mach doch keine Witze. Papa, Mama sagt, sie stirbt. Na, kannst du mir mal kurz helfen, ja? Mama, heute ist doch Hochzeit. Und du kommst jetzt mit dem Tod daher? Tod? Tod? Was für ein Tod? Oh ja. Der Tod, das ist eine hervorragende Idee. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Der Tod? Ja? Wirklich? Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag, Papa. Aber auch mit den Scherzen, Eugenia. Ich verstehe euch nicht. Ihr seid immer alle so schrecklich intelligent. Aber wenn euch jemand mit etwas ganz Alltäglichem kommt, dann seid ihr heillos überfordert. Was seid ihr nur für Menschen? Seht ihr? Tut doch was! Sie der Tod, das ist doch eine geniale Idee. Nur nicht sehr überlebensfähig. Ihr sollt euch alle was schämen. Kommt alle zu mir, meine Kinder. Ich erkenne euch nicht. Aber wir sind es doch. Mir geht's auch nicht gut. Ich habe vielleicht Kopfschmerzen. Sie ist tot? Merkwürdig. Dabei war sie doch so unseriös. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, Sumi. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Na klar, jetzt bin ich wieder allein schuld. Edek. Dich hab ich gern. Ich hab dich doch immer gern gehabt. Ja? Ich hab mir auch immer gedacht, dass man mit Ihnen reden kann, Herr Arthur. Also? Wir verstehen uns? Ja. Der Edek weiß Bescheid. Diese ganzen neuen Wendungen haben mich mitgenommen. Es war ziemlich, ich muss mich hinlegen. Hier geblieben, Papa. Hör endlich auf, mich herumzukommen, hier, du Grünschnabel, Edek. Was soll das? Was? Und diesen Lakaien musstest du mich betrügen? Nicht von Mama. Oh. Nora, wo bist du? Hier. Geht's dir nicht gut? Irgendwie nicht. Was faselt er denn da schon wieder? Mir tut der Kopf. Versteht ihr denn nicht? Wisst ihr, was ich mit euch machen werde? Mit euch, ich werde ein System schaffen. Eins, in dem sich der Aufruhr mit der Ordnung, das Nichtsein mit dem Sein verbindet. Ich gehe über die Gegensätze hinaus. Am besten, du gehst auf dein Zimmer, Arthur. Du hast mich enttäuscht. Zwischen uns ist es aus. Okay, ich frage euch. Wenn es nichts gibt und uns selbst der Aufruhr unmöglich ist. Aber was können wir dann noch aus dem Nichts heraus schaffen? Was gibt's heute zu essen? Hoffentlich was Leichtes. Mein Magen fühlt sich auch nicht gut an. Zeit, darauf mehr Rücksicht zu nehmen. Das werden wir in Zukunft tun, Stummel. Von jetzt an achten wir mehr auf deinen Organismus. Nach dem Mittagessen ein kleines Schläfchen und ein Spaziergang und ab und zu ein kleines Experiment, ja? Und alles nur mit Olivenöl, oder? Oder ganz offensichtlich. Nur die Macht kommt in Frage. Was redet er denn?
gemacht? Blödsinn, redet er, was denn sonst? Es lohnt sich überhaupt nicht, ihm zuzuhören. Ja, nur eine totalitäre Herrschaft lässt sich aus dem Nichts schaffen. Ja, jetzt bin ich oben über euch und ihr seid mir alle untertan. Arthur, jetzt komm doch da runter, du tust dir noch weh. So weit ist es schon gekommen. Ach, Unfug, Schuldigungsstreiche, wie weit hat er denn Macht über uns? Er kann nichts machen. Wieso? Das ist doch ganz einfach. Ich kann euch doch umbringen. Ich verbiete dir, alles hat seine Grenzen da, um überschritten zu werden. Das habt ihr mir doch beigebracht. Herrschaft über Leben und Tod. Kann es denn eine noch größere Macht geben? Eleonores Sohn, nee, tut doch was. Er ist jetzt euer Sohn. Siehst du, Arthur, jetzt hast du den Onkel erschreckt. Er ist schon ganz bleich. Wartest du mir, ich hol den Kissen, ja? Ja, haltet ihr mich jetzt immer noch für einen Utopisten? Ein unreifen Träumer. Das hast du ja alles ganz toll ausgedacht, Arthurchen. Es geht halt doch nichts über eine anständige, universitäre Ausbildung. Aber meinst du nicht, dass wir uns jetzt eventuell wichtigeren Dingen zuwenden sollten und etwas Konkretes tun? Genug der Theorie. Lass uns etwas essen. Findest du nicht auch, Eleonore? Ja, ich wollte das ja schon lange vorschlagen, aber mir hört ja niemand zu. Arthur, jetzt komm doch da runter oder zieh wenigstens die Schuhe auf. Ja, hat der Onkel ganz recht. Höchste Zeit, was Konkretes zu tun. Elek, du mein düsterer Engel göttlicher Abstraktion. Bist du bereit? Allzeit bereit, liebster Chef. Ja, dann schnapp ihn dir. Ihn. Was geht hier vor sich? So, zuerst legen wir den Onkel um. Was lässt dich jetzt von meinem Blutdruck so hoch? Warum denn nicht? Lass deine Finger von mir! Mir wird ganz schwindelig. Herr Leonore? Wo haltet noch einer diesen wahnsinnigen Verbrecher auf? Wahnsinniger Verbrecher? Das ist kein wahnsinniger Verbrecher. Das ist der Arm meines Geistes, das Fleisch meines Wortes. Oh, ich fühle mich so frei. Arthur! Na, was ist denn? Jetzt nicht! Ich habe dich mit Erik betrogen. Ich dachte, es sei dir egal, du willst mich eh nur aus dem Prinzip heiraten. Wann war das? Heute Morgen. Schau, ich bin fertig für die Hochzeit. Wie gefalle ich dir? Warum hast du mir das angetan? Ich wollte es schon vorher sagen, was hier noch so beschäftigt. Wie gefällt dir meine Frisur? Das darf doch echt nicht wahr sein. Das ist ein Traum. Nur ein Traum. Was ist denn mit dir, Arthur? Du sagst doch immer, du wolltest mich als deine Mitarbeiterin. Warum mit Edek? Mit wem denn sonst? Warum hast du mir das angetan? Ich hatte meine Gründe. Was für Gründe? Lassen wir das jetzt, du legst dich ja bloß wieder auf. Was für Gründe? Ich wollte nur so ein bisschen, du weißt schon. Ja? Was für Gründe? Ja, lass mich los, ich kann mir auch gar nichts sagen, gleich bist du beleidigt. Da habt ihr das gehört? Warum hacken denn alle auf mir herum? Warum bin ich denn immer der Verlierer? Ich hatte dich gewarnt, Allah. Mama, jetzt tu du doch was, ich halte das nicht mehr aus. Was soll denn das? Ich wollte euch doch nur helfen aus eurem Elend befreien. Und jetzt habt ihr mir alles kaputt gemacht. Die Welt ist so ungerecht. Arthur, du tust mir so leid. Komm doch her. Ich tu dir leid? Du wagst es, mich zu bemitleiden? Ich brauch dein Mitleid nicht. Du dumme Kuh. In den Dreck gezogen hast du das edelste aller Gefühle, das je für die Menschheit existiert hat. Mit dem? Diesem Idioten? Mit diesem Abschaum unserer Gesellschaft? Okay, keine Sorge, ich werde euch alle verlassen. Aber ich nehme euch alle mit auf meinem Weg. Ja, einen nach dem anderen. Ja, aber wo ist denn dein toller Liebhaber? Den knöpfe ich mir als erstes vor. Wo ist der Revolver? Wo ist der Revolver? Durch diese verdammte Unordnung findet man hier nie irgendwas. Mama, wo hast du den Revolver hingetan?